Klausur H4 MINT, Frühjahr 21. Wir haben es mit einer Ungleichung zu tun. Nehmen wir erstmal die 2 im Nenner weg und multiplizieren wir das Ganze mit 2. Dann kann ich sagen, ist das Äquivalent minus 3x² plus 6x plus 10 ist kleiner gleich minus 2x² plus 8x plus 7. So, jetzt möchte ich alle Terme auf die linke Seite haben, deswegen plus 2x² minus 8x und minus 7. Dann kann ich das äquivalent umformen, minus 3 plus 2 ist minus x². 6x minus 8x sind minus 2x und dann 10 minus 7 ist plus 3, kleiner gleich 0. Ich multipliziere die Gleichung mit minus 1. Dabei müssen wir aufpassen, die Ungleichheitsrelation dreht sich um. Und dann bekommen wir raus x² plus 2x minus 3 ist größer gleich 0. Das können wir faktorisieren, wenn wir die x plus a und x plus b miteinander ausmultiplizieren. Steht da x² a plus b mal x, a mal b. Wenn es mir also gelingt, zwei Zahlen zu raten, deren Produkt minus 3 ist, das kann ja nur eine 1 und 3 sein und einer negativ, und dann deren Summe 2 ist, dann habe ich mir die PQ-Formel gespart. Das heißt, ich kann hier sagen, das ist x plus 3 mal x minus 1, ist größer gleich 0. Wir gucken nochmal nach, das Produkt dieser beiden Zahlen ist tatsächlich minus 3, die Summe ist plus 2, ich habe also richtig geraten. Die Alternative wäre die PQ-Formel, wenn ich das hier mit dem Raten nicht hinkriegen würde, dann würde ich sagen, dass die Gleichung x² plus px plus q gleich 0 liefert x ist gleich minus p halbe plus minus die Wurzel aus p halbe in Klammern zum Quadrat minus q, bekannt als PQ-Formel, und das ist in unserem Falle minus 1 plus minus die Wurzel aus 1 plus 3. Dann habe ich dort stehen minus 1 plus minus 2 und das ist dann entweder minus 1 minus 2, eine minus 3, oder minus 1 plus 2 ist eine 1. Ich habe also x1 und x2 raus und dann kann ich sagen, dass ich dieses Ding umformen kann nach dem Satz von Vieta in x minus x1 mal x minus x2. Und das ist das, was wir hier in einem Schlag gemacht haben. Es geht also so wesentlich schneller. Wenn wir das grafisch deuten, dann ist das eine Parabel. Die Parabel ist nach oben geöffnet und hat zwei Nullstellen. Diese Nullstellen ist eine 1 und eine minus 3. Wir haben also eine Parabel, die geht da irgendwie so durch und hat diese Nullstellen. Und wir fragen uns, wann ist diese Parabel größer als 0? Ja, hier und hier. Die Nullstellen sind also die minus 3 und die 1. Und dann kann ich sagen, äquivalent x ist kleiner als minus 3 oder x ist größer gleich 1. Ja, das kann ich natürlich jetzt noch als Lösungsmenge hinschreiben. Die Lösungsmenge ist die Menge der reellen Zahlen, die genau dieses hier erfüllt. Wäre also eine Möglichkeit, das aufzuschreiben. Wie könnte man es sonst noch aufschreiben? Ich könnte sagen, das ist das Intervall von minus unendlich bis minus 3 Union dem Intervall von 1 bis unendlich. Das wäre also anders aufgeschrieben, die Lösungsmenge. Ja, damit ist das Ding fertig. Wir gehen also nochmal durch. Ich habe das Ding einmal mit 2 multipliziert, damit ich keine Bruchrechnung mehr in der Rechnung habe. Dann habe ich alle Terme auf eine Seite geholt, indem ich 2x² minus 8x und minus 7 auf beiden Seiten drauf addiert habe. Ich habe die Ungleichung mit minus 1 mal genommen. Dabei dreht sich die Ungleichheitsrelation um. Dann habe ich durch scharfes Hinsehen faktorisiert, indem ich minus 3 als Produkt gesehen habe, wobei eben nur 1 und minus 3
oder minus 1 und plus 3 in Frage kommt im Wesentlichen und geguckt, ob die Summe dann plus 2 ist. Man kann hier also sehr gut raten. Dann habe ich gesagt, das ist eine nach oben geöffnete Parabel. Wenn ich die aufzeichne, habe ich die zwei Nullstellen, minus 3 und plus 1. Und dann habe ich gesagt, diese Parabel ist größer als 0, wenn das x kleiner als minus 3 ist oder wenn das x größer als 1 ist. Das haben wir noch in die Mengenschreibweise gesetzt und damit sind wir fertig. Natürlich auch auf Äquivalenzpfeile und Formalien achten.